Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Bus Mechanic Simulator. Ja, wir sind wieder hier on Tour. Wir sollen jetzt einmal einen Ölstand hier bitte wechseln oder prüfen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, werden wir uns jetzt mal hier unser Material holen. Es gab mit der Zeit auch insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Updates schon. Also man ist hier wirklich dran, das Ganze hier natürlich weiter zu entwickeln. Mal gucken, wie weit es da kommt. Wiz Games hat uns ein paar Kommentare dagelassen. Vielen Dank an der Stelle dafür. Hier zum Beispiel für Feedback auch, ja. Von wegen so, lies das Handbuch. Ja, das wäre manchmal sinnvoll, aber... Ihr wisst da manchmal selbst, wie es ist. Selbst ist der Mann wirklich. Bringen wir schon mal weg den Kanister hier. Leider hat sich an der Performance noch nicht so wirklich viel getan. Mal gucken, vielleicht passiert da noch was in der Richtung. Aber ich habe schon gehört, dass viele Probleme haben mit dem Bus-Mechanik-Simulator. Gerade was so die FPS und alles was angeht, soll das schon extrem heftig sein. Dass das wohl auf älteren Systemen nicht mehr so gut läuft. Gott sei Dank habe ich eigentlich, bevor der Bus-Mechanik-Simulator kam, nochmal so ein kleines Upgrade durchgeführt. Also ich selbst, ja, außer dass es hier manchmal so eine Mikroruckler gibt, kann da jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt schwerwiegende Probleme habe. Es wurde sogar teilweise berichtet, bis zu 10 FPS. Das ist natürlich ein bisschen, das ist schon nicht so gut. So ein Wischwasserfischer muss überprüft. Reifen der Vorderachse müssen gewechselt und Reifen der Hinterachse müssen gewechselt werden. Na ja, los. Boah, Doppeldecker, Leute. Ich hatte auch schon einen Gelenkbus. Den habe ich euch leider noch nicht gezeigt. Aber hatte ich. Unser erster Doppeldecker jetzt hier. Ihr seht schon, wir sind auch in der ganz hinteren Halle diesmal. So, wundervoll. Da gibt es gleich einen Screenshot von. Und dann können wir das hier gleich wechseln. Zip, 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 zip. So, wundervoll. Ich hoffe, Steam speichert das endlich mal. Steam speichert allerdings meine Bilder nicht. Jetzt muss ich die mal alle aus den Videos rausschneiden. Das ist echt, echt anstrengend. Nee, warte. So. Oh, warte mal. Ich würde doch eigentlich schon so stehen lassen können, ne? Warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? So, wir hätten wahrscheinlich das Ganze nochmal. So lassen sollen. Okay, dann hoch mit dir. Überprüfen wir das Ganze mal Hinterachse. Sichtprüfung. Gib mir noch den Reifen. Der ist 100%. Ah, hier. Der ist es hier. Oh, Alter. 38%, ja, der ist auf jeden Fall, ist auch immer, vielleicht ist es jetzt noch am Anfang, aber es sind halt bei den anderen Simulatoren, ja, also namenshaften Simulatoren, wie zum Beispiel der Car Mechanic Simulator oder sonstiges, ja, da ist es dann halt sowas so, da steht dann immer so, dass ein Reifen kaputt ist, ja? Dass das Fahrzeug immer nach rechts driftet oder dass es halt immer, ne, so, hier ist es einfach, wechselt einfach alles. So, ne, das ist ein bisschen schade. So, Wischwasser ist drin, sehr schön. Das wieder abstellen, habe ich hier auch so ein Werkzeug. Ja, die Ratsche zumindest schon mal. Ah, warte mal, das geht ja nicht. Ja, obwohl doch. Lösen können wir sie ja schon, aber wir können sie noch nicht anheben, wegnehmen, weil der ist ja nicht drin. Also ich hätte es mir auf jeden Fall gewünscht, so ein bisschen, dass man sich vielleicht die anderen
Simulatoren so ein bisschen irgendwie sich mal anschaut, wie könnte man das Spielprinzip so ein bisschen aufbauen. Weil hier ist halt klar, wenn ein Busfahrer was merkt, dass da irgendwas ist, aber auch ein Busfahrer, der ist jetzt kein, ich sag mal jetzt Mechaniker oder sowas, der geht auch bloß zu seinem Chef oder zu seinem Leitstellenleiter oder keine Ahnung. Er sagt so, ey, pass mal auf, der Bus driftet die ganze Zeit da hinten. Was ist los? So, und dann kommt er halt in die Werkstatt drin. Na, und dann muss geguckt werden. Was ist denn jetzt? Ach so, ach, ich hab den ganz hinten, ne? Also waren wir ja doch fast richtig gewesen. Ja, ja. Können wir ihn wieder runternehmen. Und dich können wir hier wieder verschieben. So. Dann hoch mit dir. Aber ich muss halt sagen, ich finde es halt schön, dass auch mal ein Entwickler oder ein Publisher dann mal reinguckt, um zu gucken, wie kommt das Spiel so bei euch an. So, der Reifen zum Beispiel hier, der sieht nämlich nicht aus, als ob der. Doch, der aber auch. Gut. So. Zip. Ich habe auch gelesen, ne, ihr habt viel in den Kommentaren geschrieben. Das Ding ist, dass ich meistens immer mal so einen kleinen Folgensatz aufnehme, immer so zwei, drei Folgen, immer so in der Regel. Dann ist es zum Beispiel jetzt, wie jetzt, zum Beispiel die letzte Woche mit der britischen Woche, dann nehme ich das meistens dann immer schon komplett auf. Wenn ich dann weiß, da kommt nichts anderes. Aber jetzt hier zum Beispiel im Falle des Busbeschädigungssimulator Wahnsinn, ist mal nur zwei, drei Folgen, die ich da erstmal aufgenommen habe. Eure Kommentare habe ich natürlich gelesen. Aber da kannst du natürlich nicht mehr drauf reagieren, denn halt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ah, Mist, jetzt haben wir gleich einen neuen Reifen wieder verscherbelt hier. Können gar nicht alle abbauen, weil unser Inventar voll ist. Die ist natürlich nicht so gut. So, 100. 100. So. Weiß auch nicht, wie es hier aussieht. Missgames schrieb dann auch noch, man hat ja auf Steam hier gesagt gehabt, dass es sich hier um 2000 Teile handelt. Das stimmt wohl nicht. Das sind sogar 3600 Teile, die man hier hat. Das ist natürlich schon eine ganz andere Zahl. Weiß halt nicht, wie lange es dauert, zum Beispiel, wie man hier auflevelt oder sowas halt, ne? Dass man dann mal andere Aufträge bekommt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch schon gehabt, wo du halt den Sicherheitsstandard überprüfen musst, also zwecks Verbandskasten, Wagendreieck und so weiter und so fort. War ja auch schon alles dabei gewesen. So. Du bist dran. Hey, warte. Zzt. So, schieben wir davor. Ding. So, und du kannst wieder nach oben. Danke. Ja, wie gesagt, hat jetzt auch Leitsteinfahrt, ne? Da passt das Ganze.
Aber ich glaube, keiner mit einem Doppeldecker gefahren von uns. Brauchte es nicht. So, und... Oh, komm schon. So, ich habe auch erstmal beschlossen, wir machen erstmal weiter, gucken uns das Ganze noch so ein bisschen an. Wie gesagt, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch. So. Demontage. Ich finde es halt auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man jetzt sich nicht nur einfach ransetzt, das Spiel veröffentlicht und dann ist gut. Ne, dass man hier trotzdem versucht, das Ganze lauffähig zu machen. Mit vielen Updates. Bin mal gespannt, vielleicht ob so ein bisschen auf die Wünsche gehört wird. Und ich glaube, es hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es wohl die Unity Engine ist. Und eine Unity Engine, die ist eigentlich so gut wie nicht modbar. Also war früher mal zu meiner Zeit noch so gewesen, wo ich mich damals mit der Unity Engine auseinandergesetzt hatte. Konnte man halt relativ wenig da irgendwas machen. Vielleicht hat sich das mittlerweile verändert, das ist dann auch schon ein paar Tage alt. Ja. Und ja. So. Achso, der Axiom ist umgesetzt worden. Ach ja. So, da kann er natürlich nicht rausfahren. Ist doch. Warum ist es zu schnell gewesen? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen entspannt, halt auch einfach mal so ein bisschen rumtüfteln hier, Fehler suchen und alles sowas. Mag ich eigentlich schon sehr gerne. Also im Großen und Ganzen finde ich es gar nicht so schlecht, das Spiel. Ich weiß, wahrscheinlich war die Anforderung für viele wahrscheinlich wieder extrem hoch, ne? Dass man wahrscheinlich nicht allen Wünschen gerecht werden kann, das ist, glaube ich, auch selbstverständlich. So, Ölwechsel des Getriebeöls, der Filter vom Getriebeöl muss gewechselt werden, das Wischwasser. Oh, das hört sich ja noch machbar an für diese Folge zumindest. Ein Solo-Bus. Dann können wir schon mal den Auffangbehälter hinstellen. Das Getriebeöl mitnehmen. Ans Getriebe. Warte mal. Das machen wir, bevor wir es vergessen. Das Wischwasser. Oh Gott, viel kein Schlüssel. Ihr habt sogar geschrieben, dass man sich hier sogar mit F5 oder F6-Taste sogar durch die Gegend schweben kann. Muss ich mal testen. So, Getriebeöl. Ach, tatsächlich, ja. Das funktioniert wirklich. Ah, okay. Das ist natürlich eine coole Sache. Gerade wenn du so Teile suchst oder sowas. Hier ist es schon nicht schlecht. So. Ich kann leider wird das nichts machen. So, ich wollte mal ganz kurz mal Auftrag ansehen, Ölwechsel, der Filter, achso, okay, alles klar, dann machen wir den jetzt auch noch gleich. Und das kriegen wir nicht, weil wir das Werkzeug nicht dabei haben? Ja, natürlich. Wie hätte es sonst anders sein sollen? Mm.
aber nee, warte mal, was brauche ich denn? Brauche ich eine Ratsche? Ja. So, Ölfilter. Ich habe auch gesehen, ja, hier hinten in den Räumen geht es ja weiter hier, ne? Also, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt hier. Hier gibt es auch noch Ersatzteile für das Chassis. Und hier gibt es auch nochmal Ersatzteile so für Sitze. Und hier haben wir die Ersatzteile für diese ganzen Sicherheits, sag schon hier, Warndreieck und alles sowas. So, wo haben wir denn Getriebe? Getriebe, Motor, Kraftstoffanlage, Kraftstofffilter, das hört sich gut an. Können wir das gleich wieder reinbauen? So, du kannst eigentlich schon wieder weg. Brauchen wir nicht mehr. So, Montage. Nein! Wir haben Motorfilter, Dingsfilter gekauft, nicht Ölfilter. Mein Gott. Einmal lesen, Leo, einmal lesen. Nein, das ist doch Quatsch. Nicht Klimaanlage. Nichts. Kraftstoffanlage. Kraftstofffilter. Das ist natürlich falsch. Beleuchtung ist auch falsch. Getriebe. Da haben wir einen. So. Haben wir das auch drin. Nehmen wir uns jetzt das Getriebeöl mit. Nein, das funktioniert aber auch nicht, weil wir brauchen einen Schlüssel. So, jetzt kriegen wir nämlich hier die Klappe nicht auf. So, und jetzt wollen wir das Getriebeöl. Was? Habe ich das nicht bei? Nee. Hatte ich nicht gegriffen. Dachte eigentlich, dass ich gegriffen hätte. So, und rein damit. Wundervoll. Hustkran weg. Auftrag abgeschlossen. Damit endet die Folge, Leute. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht. Morgen wahrscheinlich. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt wieder einschalten. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Verabschiede mich hier, bedanke mich. Sage Tschüss, Leute. Bis dann.